Hallo ihr Lieben, noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Ich habe heute die Nanami hier. Die Nanami, die kennt ihr ja schon, oder? Woher kennen wir dich? Vom Bienenvideo. Vom Bienenvideo. Und was machst du heute hier oder was machen wir heute hier? Wir backen Plätzchen. Yay! Warst du auch dran gedacht, dass ich Veganerin bin? Wie was? Veganerin? Natürlich! Das heißt also, wir backen heute Plätzchen ohne Eier, Sahne und Butter? Ja, wir backen Matcha-Plätzchen. Matcha-Plätzchen. Was brauchen wir denn dafür alles? Was haben wir denn hier? Das ist doch Butter. Nein, das ist Pflanzenmargarine. Ah. Und was haben wir hier? Puderzucker. Puderzucker. Und das? Mehl. Naheliegend für Plätzchen, ne? Und was ist das hier? Matcha. Matcha? Was ist denn Matcha? Weiß ich nicht. Matcha sind grüne Teeblätter, ne? Grüne Teeblätter, die im Schatten gewachsen sind und deswegen besonders stark sind. Aus Japan. Also ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt verträgst. Dann hüpfst du uns noch an die Decke, wenn du Matcha-Plätzchen isst. Was haben wir hier noch? Hafermilch. So, und sonst brauchen wir nichts? Nein. Na, das ist ja kinderleicht, was? Jetzt wissen wir, was da reinkommt. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen eine Schüssel und können loslegen. Alles reiner? Ja. Müssen wir eine bestimmte Reihenfolge beachten? Oder? Nein, aber ich würde die Hafermilch am Ende reintun. Na gut, dann mach mal rein. Erst die Butter. Schön. Das ist übrigens keine Butter. Aber man nennt es doch trotzdem so, oder nicht? Oder ist das Margarine, Pflanzenmargarine? Pflanzen. Schön machst du das. Ich gebe dir heute nur Anweisungen und du machst alles, ne? Okay. Zack. Und jetzt zermanschen, ne? Ja. Möchtest du das mit den Händen machen oder machen wir das mit einem Rührgerät? Mit den Händen. Na, dann leg mal los. Gib her, ich nehme den. Ist schön? Das ist doch wie Knete eigentlich. Ja. Ja. So, was nehmen wir denn? Weißt du, was wir da für Mehl haben? Nein. Nein? Das ist ganz besonderes Mehl. Das ist nämlich Mehl, was klimaneutral gestellt wurde, vom Martinshof. Heutzutage ist ja alles klimaneutral. Ja? Was ist denn überhaupt klimaneutral, weißt du das? Nein. Nein? Wenn du mal in der Schule ein Referat über CO2-Ausstoß machen musst oder über Klimaneutralität oder irgendwas, dann guckst du dir den Klimakosmos an, okay? Und dann kannst du das Video gut benutzen, um dein Referat damit zu gestalten. Okay. Da habe ich alles kinderbabyleicht erklärt. So klein bist du gar nicht mehr, ne? Wie alt bist du denn überhaupt? 10 Jahre. 10 Jahre schon? Ja. Welche Klasse bist du? In der 4. In der 4. Und ich habe gehört, du schreibst morgen einen Test, ne? Ja. Und statt zu lernen, backst du lieber mit mir Plätzchen? Ja. Das machst du wirklich sehr schön. Erst, glaube ich. Hast du schon Muckis gekriegt? Nein, erst hier noch. Ist er jetzt fertig? Zeig mal. Weißt du was, Nanami? Ich glaube, wir haben noch was vorbereitet. Was vorbereitet? Wieso musste ich dann diese ganze Arbeit machen? Aber weißt du, schön ist, sich mit dir dabei zu unterhalten. Wo haben wir den denn? Ich weiß es überhaupt nicht. Hier unten. Hier unten? Wirklich? Ja. Du verkackeierst mich doch. Yay! Tada! 2 Stunden Kühlstellen. Ne? Müsst ihr bedenken. So, jetzt müssen wir den ausrollen. Es schneit. Guck mal hier. Wir machen jetzt hier einen Wettkampfhaus. Wer den Teig als erstes weichgeknetet hat. 3, 2, 1, Start. Ja, und wer entscheidet dann, ob er weich ist oder nicht? Du kommst ja nicht vor die Kamera. Also meiner ist butterweich. Siehst du? Dann vielleicht doch die Glauben genommen. Hast du dir auch die Hände gewaschen, Nanami? Ja, das habe ich. Sehr gut. Ein Winner! Nein! Läuft die Kamera eigentlich noch? Wie dick machen wir die denn? 3 Millimeter. 3 Millimeter? Wirklich? Stand auf diesem Zettel. Hast du schön recherchiert. So. Also ich mach mal als erstes einen Weihnachtsbaum.
Übrigens ist es das erste Mal, dass ich in diesem Jahr Plätzchen backe. Hast du schon welche gebacken? Ja, ich habe schon ganz viele gebacken. Echt? Und was für Plätzchen? Vanillekipferl. Mhm. Butterplätzchen. Ja. Oh. Ja. Nussecken hast du mir vorher noch gesagt, ne? Ach so, ja, Nussecken. Was war das Besondere an den Nussecken? Sie sind nachhaltig. Und warum waren die nachhaltig? Weil sie regional sind und weil sie gesammelt. Die sind nicht immer regional, ne? Aber die waren regional, weil du die gesammelt hast, ne? Beim Spazierengehen, die Nüsse. Und wenn ich immer in den Laden gehen muss, um Sachen zu kaufen. Genau. Sag mal, kannst du auch ein Weihnachtsgedicht? Ich muss erstmal das Gedicht lernen. Und kannst du ein Weihnachtslied? Okay, pass auf. Ich summe eins und du musst erraten, was es ist. Okay. Jingle Bells? Ja! Jetzt du. We wish you a Merry Christmas. So, was gibt's denn noch? Schneeflöckchen. Ja! Mehr fallen mir auch gar nicht mehr ein. Ja. So, ich nehme nochmal. Heilige Nacht. Stimmt. Jetzt bist du wieder da. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon hatten, aber ich glaube nicht. Oh, Tannenbaum. Ja, aber ich wollte gerade in ein Hochzeitslied übergehen. Wie geht denn O Tannenbaum nochmal? O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zusammen. Okay, jetzt fängt das gut an. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, matschergrün. Ja, was wünscht ihr euch beiden denn eigentlich zu Weihnachten? Oder was wünscht ihr euch für Weihnachten? Nicht zu Weihnachten unbedingt, sondern für die Weihnachtszeit. Also, was ich mir zu Weihnachten so wünsche... Eine Kamera. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ganz viele Menschen Bienenstöcke verschenken. Ja. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich verschenke selber ganz viele Bienenstöcke zu Weihnachten. Wie viele hast du denn schon verschenkt? Na, noch gar keinen. Und ich hoffe, dass ich freue mich schon, dass meine Familie das Video nicht sieht vor Weihnachten. Aber die werden alle ausgestattet mit einem Bienenstock. Und ansonsten wünsche ich mir eigentlich, also ich persönlich selber wünsche mir nichts. Ich wünsche mir eine schöne Zeit. Dass alle sich freuen, dass sie zusammen sind. Ich dachte, du wünschst dir eine Kamera oder so. Eine Kamera oder so? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber nein. Nein. Außerdem, eine Kamera wäre auch ein ganz schön großes Geschenk. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich weiß es noch nicht. Jetzt kommt's. Haben wir Stift und Zettel? Ich weiß nicht, weil... Da brauchen wir einen Stilo-Block. Ich kriege eigentlich nur ein Geschenk. Ballettkarten für den Nussknacker. Ab dafür! Dankeschön. So, die Plätzchen waren jetzt im Backofen. Wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen aufgeräumt und schon mal was zum Dekorieren vorbereitet. Dann hol doch mal die Plätzchen, Anami. Okay. Boah, ist das heiß hier drin. Bitte schön. Einmal für dich. Vielen Dank. Nee, das reicht. Genau. Ich musste sie noch ein bisschen in die Mitte stellen. Das war bei... Nee. Au! Ich hatte gerade Deko. So, sehr gut.
Was haben wir denn zum Dekorieren? Wir haben einmal Puderzucker. Puderzucker. Mit Apfelsaft. Ja. Wir haben. Bist du da noch im Bild überhaupt? Ja. Wir haben. Okay. Wir haben Perlen. Zuckerperlen. Ja. Walnüsse. Streusel. Noch mehr Streusel. Und wir haben Schokoladenkuvert. Schokolade. Schokoladenkuvertüre. Warte, warte. Mit Fliege. Vegan. Ich bin immer noch vegan. Mit Schokoladenkuvertüre. Aber natürlich ohne mich. Supi. So, dann hau mal ruf da. So, wir sind fertig. Wir haben fertig dekoriert. Das war es jetzt auch erstmal aus unserer Weihnachtsbäckerei. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Denkt dran, die sind besonders lecker, wenn der Backofen mit Ökostrom läuft. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Und wir müssen mal probieren, ne? Ja, das Beste beim Backen. Ja, der Geschmackstest. Man kann immer nur lecker sagen. Wirklich lecker. Na, Matcha. Nom, 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 nom. Ich finde die gut. Und du? Daumen nach oben. Daumen nach oben. Wenn ihr dieses Video gut fandet, gebt ihm auch einen Daumen nach oben. Tschüss.